Christian Lindner verkündet in einem Interview, als er zu Bad Oeynhausen gefragt wird, dass er Nancy Faesers Einwanderungspolitik signifikant besser findet als die von Merkel. Man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln und sich fragen, wo wohnt dieser Typ eigentlich? In Deutschland wohl nicht. Politiker sind oft sehr gut darin, zum falschen Zeitpunkt das möglichst Falsche zu sagen. Weil eben ihre auswendig gelernten Floskeln nun mal nicht immer passen. Oder das, was sie sich als geniale Worthülsen ausdenken. Christian Lindner ist dahingehend ja schon mehrfach aufgefallen. Wie etwa seine Formulierung fürs Nichtstun bezahlt werden. Seine Unfähigkeit zeigt er nun zum wiederholten Mal in einem Interview, als es um Bad Oeynhausen geht. Und zwar in dem Format Schuller fragt, was ist. Als er gefragt wird, ob er die Angst der Leute, die die Immigration als Bedrohung empfinden, versteht, sagt er zwar ja, führt dann aber aus, dass jetzt die Einwanderungspolitik ja viel besser ist als unter Angela Merkel. Als der Interviewer danach fragt, ob Christian Lindner die Einwanderungspolitik von Nancy Faeser signifikant besser findet als die von Angela Merkel, betont er dies mit dem Wort absolut und wiederholt dann mehrfach selbst diese absurde Phrase, und schiebt dann die Schuld der Großen Koalition zu, so als ob die SPD nicht Teil der Ampel wäre. Ja, Bürger werden sich heutzutage sicherlich signifikant sicherer in Deutschland fühlen, als noch unter den Zeiten von Merkel. Denn niemand würde sowas sagen wie, ich hätte es ja nie geglaubt, aber jetzt wünsche ich mir die Merkel zurück. Übrigens, zu Nancy Faesers neuem Einbürgerungsgesetz wird er wegen Bad Oeynhausen nicht befragt. Und warum das so signifikant besser ist als die Politik, die Merkel gemacht hat. Wobei man sich sowieso zusätzlich noch fragt, warum Scholz hier keine Schuld für diese Politik bekommt. Aber okay, der hat vielleicht schon mittlerweile vergessen, dass er überhaupt Bundeskanzler ist. Der entscheidende Punkt, warum denn die Faeser-Politik so viel signifikant besser ist, wird der Punkt genannt, es gibt jetzt sichere Herkunftsländer. Dass das nahezu irrelevant ist in Bezug auf Lösung der Problematik, spielt scheinbar keine Rolle. Weiter betont Christian Lindner, dass man Fortschritte bezüglich illegaler Einwanderung gemacht hat. Komisch, der Täter von Bad Oeynhausen ist nicht illegal eingewandert, sondern legal per Familiennachzug hierher gekommen. Anders gesagt, die Argumentation passt hier nicht zusammen. Der Grund dafür ist ganz einfach, Politiker haben meist keine Ahnung vom Thema. Ich erinnere an die Ahnungslosigkeit von Ricarda Lang, als sie in einer Landsendung auf diese angesprochen wurde. Die dann wenigstens zugegeben hat, dass sie keine Ahnung hat. Ein Christian Lindner hingegen tut so, als hätte er Ahnung und gibt dann einfach nur Absurdes von sich. Die Absurdität seiner Äußerung steigerte sich aber noch. Denn er nutzte den Fall Bad Oeynhausen, um nochmal zu betonen, dass wir Einladungen an Fachkräfte aussprechen müssen. An sogenannte fleißige Hände und kluge Köpfe. Nach seinem Gutdünken Pflegebereich und IT-Techniker. Dass aber solche Pflegekräfte, die wir unter anderem aus Vietnam oder Brasilien holen, dafür ihr Studium bezüglich Arzt aufgeben bzw. erst gar nicht antreten, lässt er natürlich als Information weg. Dass wir so die Gesundheitssysteme anderer Länder schädigen, ist anscheinend egal. Hauptsache der Wohlstand von AfD-Wählern ist gesichert. Und dass die sagenumwogenen klugen IT-Techniker schon damals nicht kommen wollten, als man massiv versucht hat, indische Arbeitskräfte anzuwerben, hat Christian Lindner wohl in einer scholzischen Vergesslichkeit nicht mehr im Kopf. Abgesehen davon, dass dieser Familiennachzug uns ja ebenfalls schon als eine Einladung an Fachkräfte verkauft wurde. Aber gut, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein dummer Wähler, dem man erstmal erklären muss, wie die angeblich gute, sehr gute Politik von Christian Lindner zu verstehen ist. Denn nach der Wahlkatastrophe der EU-Wahl stimmte ja Lindner auch wieder das bekannte Liedchen an vom »Dem Wähler muss man nur gut erklären, wie gut die Politik ist, dann versteht er das schon und dann wählt er ein.« So nach dem Motto, der Wähler kapiert sowieso nicht, wenn wir dem Gutes tun. Vielleicht sollte Christian Lindner es vielleicht ähnlich wie die Tagesschau mal mit einfacher Sprache versuchen. Ich, Lindner, FDP, Politik, gut, du wählen, richtig. Zum Abschluss des Themas Bad Oeynhausen lachte dann Christian Lindner freudig und kräftig, so als ob es da irgendetwas zu lachen gäbe, als der Interviewer die folgenden Überleitungsworte sprach.
lassen Sie uns vorsichtig dem Thema annähern, das Sie hauptberuflich umtreibt. Geld. Was für ein Gassenhauer. Ein unglaublicher Schenkelklopfer, der mich auf jeden Fall nicht zum Lachen bringt, sondern Entsetzen auslöst. Aufgrund der freudigen Stimmung von Christian Lindner. Im Übrigen irgendeine Trauer oder irgendein Mitgefühl bezüglich der Hinterbliebenen sprach er nicht aus. Er nannte nur, dass ihn der Fall empört. Scheint mir nicht gerade viel Empörung zu sein, wenn man da so lachen kann. Im Übrigen gibt es natürlich auch auf seinem Twitter-Account dazu keine Äußerung. Für jemanden, der am Anfang direkt seine Empörung aussprach und dann sofort behauptete, er setze sich ja seit Jahren für eine andere Einwanderungspolitik ein, hätte man eigentlich ein anderes Verhalten sich gewünscht. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern wähl das kleinere Übel. Oder wie manch anderer es wesentlich drastischerer ausdrückt, wähle das kleinere Ekel. Ich hingegen würde eine neue Interpretation des lindnerischen bekannten Zitats wählen. Im Sinne von lieber nicht regieren als falsch regieren, sollte sich Christian Lindner fragen, ob er nicht ein neues Motto braucht. So nach dem Prinzip, lieber nichts sagen als Inkompetentes von sich geben.